Hallo meine Lieben, wir machen heute zusammen Himbeerjoghurt. Und zwar machen wir den aus Chia-Pudding und das schmeckt dann wirklich, finde ich, original nach Joghurt. Es ist kein echter Joghurt, also es ist ohne irgendwelche Joghurtkulturen, aber wer wie ich Kombucha trinkt, der tut seinem Darm eh schon Gutes. Und Chiasamen sind auch richtig gesund. Für den Joghurt brauchen wir einmal Chiasamen, dann pflanzliche Milch, gemahlene Vanille und Datteln zum Süßen, natürlich auch Obst, meine Himbeeren sind aber noch im Gefrierfach. Die Datteln dann ungefähr 2 Stunden einweichen und währenddessen die Chiasamen mit der pflanzlichen Milch verrühren, 10 Minuten stehen lassen, nochmal gut umrühren und dann für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank stellen, während auch die Datteln einweichen. Im nächsten Schritt geben wir dann einfach alle Zutaten zusammen in den Mixer, also die abgetropften Datteln, den Chia-Pudding, die Himbeeren und auch die Vanille. Und wenn das Ganze auf höchster Stufe gemixt wird, entsteht daraus ein richtig schöner, cremiger Joghurt. Ihr müsst nur etwas beachten, dass bei Beerenfrüchten das Ganze schnell auch etwas bitter werden kann, wenn eben die kleinen Kerne der Beeren auch zermahlen werden. Ja, und jetzt auch mal hier live den Geschmackstest. Also man sieht schon von der Konsistenz, ist es wirklich wie ein Fruchtjoghurt. Man hat auch noch hier so ein bisschen die Dattelpunkte und Himbeerpunkte drin. Ja, und es schmeckt einfach nach Joghurt. Ihr könnt dabei ganz variieren, wie fruchtig es wird. Also je mehr Frucht ihr reingebt, klar, desto fruchtiger wird es. Ihr könnt variieren, wie süß es wird. Dafür einfach mehr Datteln nehmen oder Agavendicksaft oder Reissirup. Ich habe es im Hals. Oder Kokosblütenzucker. Da sind eurer Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und ihr könnt mir mal berichten, wie es euch geschmeckt hat.